Moin Moin Schizos! Ja, ohne dickes Intro, ohne Tamtam starten wir direkt rein in dieses Video. Ihr hört mich heute nur mal aus dem Off. In diesem Video werde ich euch 10 crazy Challenges zeigen, die ich in der Vergangenheit bei No Risk No Fun verkackt habe. So, und ihr schaut euch das Ganze jetzt einfach mal an und am Ende könnt ihr dann mal unten in die Videobeschreibung gehen. Dort findet ihr einen entsprechenden Link und dann dürft ihr abstimmen. Was dürft ihr abstimmen? Ich möchte gerne, dass ihr von den 10 Challenges euch 5 raussucht, wo ihr sagt, das soll Schizo noch einmal machen. Ja, ich bekomme quasi eine zweite Chance für die verkackten Challenges. Ihr sucht mir 5 raus, wo ihr sagt, die soll ich nochmal antreten. Und das wird dann in der kommenden Ausgabe von No Risk No Fun absolviert. Es wird also die 11. Ausgabe sein, beziehungsweise eigentlich tatsächlich die 10., denn die vergangene 10. Ausgabe war ja eine Special-Ausgabe zusammen mit Andy. So, also ist es jetzt eigentlich dann die tatsächliche 10. Ausgabe, die mir bevorsteht. Und da werde ich also nochmal das absolvieren, was ich nicht gepackt habe. Ja, merkt euch am besten oder nehmt euch einen Zettel, schreibt auf oder euer Handy, notiert euch, welche Aufgaben ihr sagt, jo, das soll er nochmal machen, damit ihr am Ende dann, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt und abstimmt, genau wisst, was ihr anklicken müsst, damit ich am Ende weiß, aha, das soll ich also nochmal machen. So, ich würde sagen, diese Aktion läuft jetzt 2 Wochen lang, ja, 2 Wochen lang und nach 2 Wochen werde ich dann mal schauen, was ihr so abgestimmt habt. So, und nun viel Spaß mit den 10 Crazy Challenges, die ich in der Vergangenheit verkackt habe. Und zwar hier das Fahrrad. Ich werde jetzt mit dem Fahrrad versuchen, ja, wir nennen Backflip heißt das, glaube ich. Kann das sein? Nennt man es Backflip? Er sagt nein. So, also, die Regeln dazu. Schaffe es, von A nach B zu fahren, auf dem Hinterrad, ohne Absetzen, ohne Umfallen. So eine Art steht das da jetzt sicherlich. Muss ich das direkt mit einem Versuch schaffen? Ja. Scheiße. Dafür hast du ja trainiert. Miserabel. Moment, sorry. Dafür kriege ich auf jeden Fall Dislikes. Definitiv. Wird immer trauriger. So. An der Stelle nochmal vielen Dank an meinen Vater für die Leihgabe des Fahrrads. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich an die nächste Aufgabe. Hör auf mit der Scheiße, das hast du schon im letzten Video gemacht. Gut, verloren. Erste Aufgabe nicht bestanden. Lümmeltüte! Ja, und was könnte damit gemeint sein? Na klar, Kondome, Billy Boys, Präservativ. Ja, ich sag an der Stelle nur Safety First. Und so lautet jetzt meine Aufgabe. Hier sind die Regeln. Ich muss innerhalb von 2 Minuten mir ein Kondom über den Kopf ziehen, mit der Nase aufblasen und zum Platzen bringen. So, ich darf auch mehrere Kondome verwenden, wenn zum Beispiel eins reißen sollte, solange ich also hier diesen Vorrat habe von 5 Kondomen. Thank you.
Oh, nein. Noch 10 Sekunden. Oh, Scheiße. Gott, leider nicht geschafft. FaceSlider. Und FaceSlider ist ein eigentlich sehr simples Spiel, sehr simple Challenge. Und zwar muss ich jetzt innerhalb von einer Minute 30 fünf verschiedene Gegenstände über mein Gesicht sliden lassen. Also ich lege mir die Gegenstände auf die Stirn, das heißt, ich muss die Cappy gleich abnehmen. Und dann muss ich es schaffen, ohne den Einsatz meiner Hände diese Gegenstände über meine Gesichtshälfte sliden zu lassen und muss sie mit dem Mund wieder auffangen, also festhalten. Erst dann gilt der einzelne Gegenstand als bestanden. Okay, auf die Plätze, fertig, los! Ah, da fliegt er schon weg. So? Das wird unglaublich schwer. Der plumpt immer noch runter. Mann! Digga! Das ist der erste Gegenstand und da killt mich schon. Das war klar, weil die zu leicht sind. Ne? Fuck. Nee, ich mach einfach mal den nächsten. Keine Ahnung, Hundeleckerli. Oh nein, was habe ich mir dabei nur wieder gedacht? Das Ding rollt ja so schon vom Kopf. Das ist ja wieder unmöglich, was ich hier mir überlegt habe. Fuck! Wo ist sie? Der war auch schon gut. Das schaffe ich niemals. Die Stimme ist schon eine Minute um. Ja. Ich habe gar nichts geschafft. Och nö. Ja, das muss am Wind gelegen haben. Och Mann, das kann doch nicht sein. Ja. Och Mensch. Halt doch nicht was. Mann, wie soll ich das auch machen? Der Berg des Todes. So, und da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe angelangt. Und diesmal heißt es, ja, ich muss mit dem Fahrrad diese Strecke schaffen. Ich habe 3 Versuche und ich darf weder noch mit den Beinen absetzen. Also die müssen durchgehend auf die Pedale sein. Zumindest ich darf ein bisschen Gleichgewicht ausbalancieren, aber ich darf sie nicht auf den Boden absetzen. Und ja, also im Prinzip in einen Rutsch durch. Das ist die Aufgabe. Man könnte auch vereinfacht sagen, Hauptsache nicht auf die Fresse fallen, packen, wie auch immer. Ja, Schizos, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ne? Lenkrad ist noch vom letzten Mal mit dem Fahrrad. Ist das Lenkrad hier noch ganz locker? Fängt ja schon gut an. Gleich spießt du dich an der Stange auf. Gleich spießt du dich da an der Stange auf. Du darfst keine Angst haben. Darfst keine Angst haben. Nö. Ich kann aber auch kein Gleichgewicht halten. Scheiße. Mann. Kann man nicht den Berg sagen?
oder hier schon mal als Probe, der Berg, damit ich schon mal ein Gefühl kriege für das Steile. Das war jetzt nur der Berg, aber wenn jetzt noch die Reifen dazu kommen. Wenn du überall bremst. Hä? Wenn du überall bremst. Ja, aber wenn ich einfach rollen lasse, dann kriege ich ja so einen Speed drauf und bretter da so krass runter. Wie so eine Hecke. Was? Da werde ich aufgefangen oder was? Ja. Aber den Berg kann ich dir ja zeigen. Hä? Doch nicht so einfach, ne? Auf keinen Fall nachmachen. Auf keinen Fall. Das wird nichts. Man muss auch wissen, wann gut ist. Das wird nichts. Das wird hier Selbstmord. Schieb's runter. Reicht jetzt, ne? Reicht jetzt wirklich. Die nächste Challenge heißt Klopapier-Weitwurf. Und so wie sie heißt, erklärt sie im Prinzip auch schon die ganzen Regeln. Wir haben hier zwei Positionen, A, drei Klorollen. Ich trete gegen Real Kashi an, der hinter der Kamera ist. Wir werden abwechselnd immer einen Wurf machen. Derjenige, der am weitesten geworfen hat, der kassiert einen Punkt. Insgesamt also drei Durchgänge, total sechs Würfe. Und dann schauen wir, sollte es nach jeweils pro Person drei Würfen Gleichstand stehen mit den Punkten, dann verlängern wir so lange, bis es ein klares Ergebnis gibt. Bist du bereit? I'm ready, ja. Okay. Die Frau denkt sich jetzt auch, was soll das? Gut. Also ich sag's ehrlich, ich glaube, Kashi ist im Vorteil, weil er längere Arme hat, mehr Schwung holen kann, er ist auch ein bisschen größer. Ich glaube, er hat körperlich mehr die Dynamik, um weiter zu werfen. Schauen wir mal. Ne? Roll nicht so rum, Alter. Mach doch jetzt. Mach das jetzt. Wirf doch einfach weiter. Also. Mal, was soll das? Du stinkst nur gegen an. Oh, das könnte ins Ausgehen. Und der erste Punkt geht an Kashi. So, Kashi ist als nächstes dran. Er übt noch kurz mit Schuhweitwurf. Oh, oh. Ziemlich bei meiner, ne? Vom vorhin. Und jetzt? So. Und ja, gut. Also im Prinzip könnte man es jetzt schon lassen, weil es gibt ja nur noch eine Runde. Kann ich ja nicht mal ausgleichen. Ja? Aber des Spaßes halber machen wir es nochmal. Aber jetzt ist schon klar, Loser. Ja, ich bin Loser. Drei Gegenstände. Einmal hier so ein etwas größeres Stück Holz. Das ist schon ein älteres Stück Holz, ist also relativ leicht.
dann eigentlich gleiche Größe, bisschen leichter sogar noch, hier dieser Aststock und zu guter Letzt eine kleine Prosecco-Flasche. Drei Gegenstände, drei Versuche und zwei Treffer müssen auf jeden Fall dabei sein. Ja, also alle drei Gegenstände werfen, zwei müssen davon auf jeden Fall drin sein. Das war nix. Nummer zwei. Ja, das war wieder nix. Aber ich mach trotzdem noch Nummer drei, ja? Das wollen wir doch sehen. Noch nicht mal kaputt, ich bin eine richtige Flasche. Ich krieg gar nichts hin, ich hab keine Lust mehr. Und beim Wandsitzen sind die Regeln relativ einfach und simpel. Ich muss mich jetzt also in Sitzhaltung gegen eine Wand drücken, mit dem Rücken dagegen und dann so in Sitzhaltung. Und das muss ich 2 Minuten aushalten. 2 Minuten aushalten. Was? Ja, das ist jetzt sehr unterhaltsam. Ich halte mal meinen Mund, weil ich brauche die Kraft. Ich bin jetzt schon 4 Watt an. Darf ich mir eine abdrücken? Eigentlich nicht, oder? Nein. Und das müssen wir in 1 Minute ändern. Also eine Minute hätte ich jetzt geschafft. Aber auch so gerade eben. 2 Minuten hätte ich im Leben nicht geschafft. Warum das so 2 Minuten? Weil ich dachte, 1 Minute ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber das war schon anstrengend. Jetzt ist die Frage. Ich habe zu Anfang an gesagt 2 Minuten. Ist es jetzt verloren oder? Ja. Ja, dann ist es halt verloren. Wir kommen also jetzt zur 5. Challenge. Und wie ihr gerade gesehen habt, heißt die 5. Challenge Wasserkopf. Ach Freunde, es ist alles so witzig, ja. Ja, also Wasserkopf. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Ich habe hier bereits einen Wäschekorb gefüllt mit Wasserbomben. Ja, natürlich traditionell in den Schied zu fahren, ist klar, blau-orange. Und die Aufgabe ist es nun, diese Wasserbomben nach oben zu werfen, mit dem Kopf zum Platzen zu bringen. Das innerhalb von 2 Minuten. Und ich muss 30 Ballons zum Platzen bringen. 2 Minuten, 30 Ballons. Simpel. Bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Auch nicht auf, was hier. Ach Mann! Ne? Ja, 1 Minute 30. Mann, wie sieht meine Hosen erst?
Mann! Eine Minute zehn. Fünf. Eine Minute. Immer noch fünf. Sechs. Oh, 43 Sekunden. Noch mal. Mann, sechs oder acht ist ja auch egal. Oh. 20 Sekunden. Zehn. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei, ne? Ja. Wie viele habe ich? Weiß man nicht, ne? Ich glaube, es waren sieben oder acht. Noch nicht mal zehn, ey. Also fast. Fast. Fast geschafft. Fast 30, ne? Ja. So aus, als würdest du aus dem Kopf pissen. Okay. Folgendes werde ich nur machen. Ich habe mir hier ein Bobbycar besorgt. Und jetzt werde ich mit dem Bobbycar mich dort von der Halfpipe runterstürzen. Und es ist egal, wie viele Versuche ich brauche. Darum geht es diesmal nicht. Es geht darum, dass ich es halt einmal schaffe, ohne mich abzupacken, wirklich einmal von A nach B rüberzukommen. Ich weiß nicht, wie viel Schwung ich brauche, ich weiß nicht, wie ich es genau anstelle. Das werde ich jetzt machen. Das kann ich so aber nicht machen, weil ich bin ein Anfänger. Die Leute müssen hier gewarnt sein. Ja, da ist ein Anfänger, da müssen wir Rücksicht nehmen, da müssen wir aufpassen. Deswegen habe ich mir noch eine kleine Warnweste besorgt. Und die ziehe ich jetzt an und dann schauen wir mal. So, da wollen wir mal. Los geht's! Yeah. Darfst nicht abbremsen. Darfst nicht abbremsen. Beine müssen in der Luft bleiben, ne? Nimm die Geschwindigkeit. Am besten ist, glaube ich, auch, ich würde halt so machen. So. Dann könnte ich hier unten noch mal kurz so machen. Aber ich habe Angst, dass ich mir die Haxen brechen werde. Bremst halt immer ab. Ja. Ist hier was? Das ist so nass. Ich will es aber noch mal probieren. Ich probier's noch mal. Letzter Versuch. Wer es jetzt nicht schafft, dann ist es vorbei. Vielleicht habe ich ja von der Seite mehr Glück. Probier's mal.
jetzt mal von der anderen Seite. Nicht geschafft. Ich hab's ja. Versager. Sieht's aus. Es tut mir leid. Ich hab's jetzt zwar mit der Hand geschafft, aber es gilt natürlich nicht, ne? Aber auf jeden Fall ist immer wichtig, auch für alle, die das vielleicht mal nachmachen wollen. Ich kann es nicht empfehlen, aber ist immer wichtig, eine Weste zu tragen, ne? Ja, die Regeln, ehrlich gesagt, weiß ich selber noch nicht so genau. Das Ganze ist ein bisschen spontan jetzt gestaltet. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich habe hier so ein kleines Mini-Skateboard, ja. Darauf werde ich mich jetzt versuchen fortzubewegen. Das erste Mal überhaupt, dass ich auf so ein Skateboard bin. Deswegen darf ich auch laut Regelwerk, das ich mir gerade spontan überlege, darf ich auch einmal mit dem Skateboard ein bisschen proben, ja. Dass ich ein Gefühl kriege, wie ist es überhaupt, sich darauf fortzubewegen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Parcours aufgebaut, den zeigen wir euch gleich. Vier solche Pylonen, ne, solche Hüte, um die ich dann so slalommäßig rumfahren muss. Und jetzt kommt der Clou. Das ist natürlich nicht alles. Denn ich habe, ich weiß nicht, wie man das Ding hier nennt. Ja. Gibt es dafür einen Namen, einen Begriff? Weiß nicht. Also, dieses Ding auf jeden Fall habe ich. Und ich zeige euch mal eben, ich habe hier solche Bälle, ja, drei Stück davon. Damit darf ich auch noch mal gleich ganz kurz üben. Drei Stück habe ich davon. Das heißt, wenn ich während der Fahrt einen Ball verliere, ist egal. Ich habe hier in der Tasche noch zwei weitere. Wenn die allerdings aufgebraucht sind und alle Bälle fliegen weg, dann ist vorbei. So. Ja. Das wäre blöd, wenn das gleich passiert. Boah, das ist echt krass, ne? Ich muss ja sogar nach oben gucken. Das kann ja nichts werden. Das kann ja nichts werden. Ich habe nur einen Durchgang. Wie soll das was werden? Na, er sagt ja, kann ja, dass ich hier schnell sein muss. Ich mache einfach langsam. Ich versuche langsam zu machen. Vielleicht gewinne ich damit, ja. Okay, schauen wir mal. So, erstmal jetzt ein bisschen anfahren. Los geht's. Ach, der ist schon vorbei. Okay. Ich weiß nicht, ich drehe einfach mal um, weil das war ja nur, das war ja sonst nicht anders möglich. So, den habe ich. Richtig. Okay. Einen habe ich noch. Der muss aber klappen jetzt. Habe ich nicht geschafft. Sah es erbärmlich aus oder war es eine coole Nummer? Loser, ne? Ja, da hat er recht. Loser. Vergeigt. Das waren die 10 Crazy Challenges. Und nun liegt es an euch, welche 5 davon soll ich noch einmal absolvieren in der 11. Ausgabe von No Risk No Fun? Ganz einfach, ihr geht jetzt unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zum Abstimmen und dann sind dort nochmal alle 10 Challenges namentlich aufgeführt und ihr könnt dann euch 5 raussuchen und dafür abstimmen und die Mehrheit entscheidet. Die Aktion läuft 2 Wochen lang, in 2 Wochen werde ich mir das Ganze anschauen und ja, dann werde ich diese 5 Challenges noch einmal für euch absolvieren. Es ist meine 2. Chance, mal gucken, wie ich mich dann schlagen werde. Vielen Dank fürs Anschauen. Schon mal vielen Dank fürs Abstimmen und dann bis zum nächsten Livestream. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.